Willkommen beim Vitamin Berg Podcast, Episode 16. Heute habe ich Julia Böttcher, besser bekannt als das Drehschnittchen, im Interview. Und ja, ich freue mich riesig, denn sie hat einiges zu erzählen. Sie ist letztes Jahr über 800 Kilometer fast am Stück gelaufen durch die Pyrenäen. Und sie ist meine Trainerin, also hat schon einiges mit mir erlebt. Von daher freue ich mich riesig, dass sie dabei ist. Viel Spaß schon mal und wie immer, wenn du ein Herzchen übrig hast oder einen Kommentar loswerden willst, findest du mich bei YouTube, bei Instagram, Facebook, eigentlich überall. Und wenn du die Shownotes sehen willst und das Video, dann kannst du unter vitaminberge.de/016. Viel Spaß, ciao, ciao. So, heute habe ich fast schon Ehrengast, eine Frau an meiner Seite, die mich wahrscheinlich inzwischen schon viel besser kennt als so manch andere Frau, allerdings aus Trainingssicht, denn neben mir sitzt die Julia. Hallo Julia. Hallo Robert. Julia Böttcher, eigentlich wahrscheinlich eher mehr bekannt als das Drehschnittchen. Und ja, Julia, für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du denn? Ja, ich bin die Julia. Ich bin, schwierig zu sagen, Drehschnittchen. Es gibt ja zwei verschiedene Varianten, sagen wir mal so. Entweder ich bin die Ultra-Trailläuferin, die seit 10 Jahren hier durch die Berge läuft, in den Alpen und weltweit, als Halbprofi oder wie auch immer, oder ich bin die Diplom-Sportwissenschaftlerin, die viele andere dazu bringt, auch im Gelände zu laufen, Trailrunning zu machen, sich sportlich zu betätigen, die ich trainiere, betreue und so weiter. Also ich bin ja oder war ja vorher eher Straßenläufer, also zumindest eine ganz kurze Zeit. Dann, da hatte ich dann von einem Herrn aus Berlin das Training und irgendwann habe ich gesagt, nee, macht keinen Spaß mehr, und dann bin ich irgendwie auf dich gekommen und seitdem machen wir eigentlich zusammen das Training. Machst du nur Trailrunning, Ultratrail, oder hast du auch eine andere? Andere Athleten? Ja. Hauptsächlich, weil das natürlich auch meine Nische ist und daher mich die meisten kennen, mache ich schon die Trailrunner von Kurzdistanz bis Langdistanz. Aber ich habe auch ein paar Triathleten, Radfahrer oder die ganz klassische Hausfrau, die abnehmen möchte oder ihren ersten Marathon laufen möchte oder einfach nur so sich sportlich betätigen möchte. Jetzt hast du ja also... Ja, das, der Inbegriff so einer Ultra, deutschen Ultra-Trailrunnerin, das bist du eigentlich das Gesicht, neben Gitti vielleicht, ja. Oder mit Gitti zusammen, besser gesagt. Du bist in Lüneburg geboren. Lüneburg ist jetzt nicht unbedingt bekannt für hohe Berge. Wie ist das entstanden? Na, das eine hatte, sage ich mal, erstmal mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin direkt nach der Schule eigentlich aus dem Norden weggegangen. Ich war jetzt nie der norddeutsche Segler-Strandtyp und bin über Umwege, über Freiburg und so weiter irgendwann in München gelandet und habe dann eigentlich erst vor 16 Jahren meine Liebe zu den Bergen gefunden und habe dann auch erst angefangen, überhaupt in den Bergen mich fortzubewegen. So ist das entstanden. Und mit was fing das an? Am Anfang war ich eigentlich nur mountainbikend in den Bergen unterwegs und habe Snowboarden gelernt durch meinen damaligen Freund und Skifahren. Und das Laufen habe ich auch ganz klassisch auf der Straße angefangen. Und da ich das Wandern aber langweilig fand, war ich jetzt nie so zu Fuß unterwegs. Und der Straßenlauf war dann irgendwie aber auch nicht meins. Und dann dachte ich irgendwie, vielleicht kann man in den Bergen laufen. Dann ist das Wandern kurzweiliger und man hat mehrere Gipfel. Und so ist das eigentlich alles erst entstanden. Also es ist jetzt nicht, dass mir jemand gesagt hat, das ist Trailrunning, das musst du versuchen. Sondern ich wusste gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt. Und wie bist du dann darauf aufmerksam geworden, dass es da sowas gibt? Also jetzt gerade, was war denn dann dein erster Wettkampf oder so? Also ich bin am Anfang die ganze Zeit nur alleine hier in den Bergen rumgelaufen, habe damals dann schon in Rosenheim gewohnt
und habe über die Uni, hat mich jemand mit Stefan Repke zusammengeführt, sozusagen gesagt, es gibt einen, der ist genauso bescheuert wie du, der läuft in den Bergen rum. Mit dem habe ich mich da mal getroffen und dann sind wir eigentlich nur noch gemeinsam 6 Tage die Woche, sage ich mal, in den Bergen rumgelaufen. Und er meinte dann, ob wir den, es gibt so Bergläufe und so weiter. Und mein erster Wettkampf war dann der Karwendellauf, ein klassischer Berglauf. Daraufhin bin ich dann gleich noch zum Zugspitzlauf gegangen und habe erstmal so Bergläufe und solche Sachen gemacht. Und dann hat er mich dann dazu überredet, dass wir beim Transalpin starten, das Jahr später. Und so bin ich überhaupt. Du bist mit Stefan zusammen in den Transalpine gerannt. Ja, wir haben leider nicht gefinisht zusammen. Ich schon, er nicht. Aber ja, wir sind 2007 das erste Mal den Transalpin gelaufen. 2007, das ist ja auch jetzt 9 Jahre her. Ja. So lange gibt es den schon. Ja, Wahnsinn. Ja. Hätte jetzt gar nicht gedacht. Und die Distanzen sind ja dann auch immer weiter geworden. Ja. Zugspitze hast du auch gewonnen 2009? Das erste Mal, als es das gab, glaube ich, 9 oder 10, weiß gar nicht. Ja. Und war das dann irgendwie, wo du sagst, höher, schneller, weiter, ich brauche mehr, ich muss immer mehr? Naja, das hat sich auch, ich habe nie darüber so wirklich nachgedacht, dass das jetzt irgendwie, also erstens hat es bei mir nie einen sinnvollen Ablauf, sondern ich bin immer gleich viel mehr gelaufen. Und das zum Ultra, das kam einmal auch durch Stefan aus Versehen. Er hat meinte, wir müssen vorm Transalpin nochmal was Langes machen. Komm mit nach Kroatien, da gibt es einen 80-Kilometer-Lauf. Ja, der hatte dann 115 Kilometer und da war ich dann irgendwie so angefixt, also schlimmer als den Lauf, der ging es mir, glaube ich, da war es auch, glaube ich, nie wieder, weil es war echt, ja, ich meine, mit der Zeit gibt es ja auch immer mehr Läufe mit mehr Kilometern, das gab es ja am Anfang auch nicht so in dem Maße. Dann war ich gleich, habe ich mich beim UTMB noch angemeldet, den habe ich leider nicht gefinisht, aber da gab es das auch noch nicht mit den Punkten und so, also es war, es hat sich irgendwie so ergeben. UTMB, da gab es da auch diese Geschichte, dass du zum Start hingelaufen bist von zu Hause. Ja, das war 2010, glaube ich sogar. Da bin ich, da habe ich in Lenggries gewohnt und bin über die Alpen via Alpina. Ich fand immer dieses Transalp nicht so toll, weil man ist ja nur ganz kurz in den Bergen, sondern dachte mir, man kann sie eigentlich viel besser queren. Und dann habe ich mich mit der Via Alpina ein bisschen auseinandergesetzt und bin so an der entlang gehangelt eigentlich. Über Deutschland, Österreich, in die Schweiz, nach Chamonix gelaufen. Um dann dort 160 Kilometer zu laufen. Wollte ich, genau. Stand auch an der Startlinie. Und das war leider das Jahr, wo sie nach 30 Kilometer abgebrochen haben, wegen dem Wetter und dem Erdrutsch und so weiter. Genau. Mit Stefan, da gibt es auch ein lustiges Video auf YouTube, Teneriffa. Also da bist du ja wirklich noch, nicht in den Anfängen, aber... Doch, komplett eigentlich, ja. Voll dabei irgendwie da mit Stefan und er die ganze Zeit mit der Kamera. Also werde ich auf jeden Fall verlinken, weil es ist genial und eigentlich so ein Highlight. Ja, vor allem, wenn man auch sieht, was wir auch, wir hatten ja noch so eine riesen Videokamera dabei, die haben uns immer abwechselnd getragen. Ja, aber das war wirklich so der Anfang, wo er meinte, ja, lass uns das ohne Wettkampf und so machen, wo ich auch dieses Blut geleckt habe, eigene Projekte zu machen, weil es viel mehr Spaß macht, dass man sich was sucht, wo man eigentlich ohne Startnummer irgendwie coole Strecken abläuft. Was war so, also, ja, doch schon das coolste eigene Projekt? Also, wenn wir jetzt mal nach Chamonix laufen, das ist, also ich finde das schon mal richtig geil, über Teneriffa zu laufen, aber gibt es da noch irgendeins, wovon ich vielleicht noch nichts weiß? Naja, ich bin in der Türkei den lykischen Fernwanderweg gelaufen, diese 550, was auch total, also es ist zwar nicht so bergig, aber traumhaft schön. Und was da sehr spannend war, war einfach, dass es kaum markiert war und man ständig einen Weg suchen musste. Und die ganz, also mit der Kultur der Türken habe ich mich vorher auch noch nicht so auseinandergesetzt. Und das war so ein wahnsinnig gastfreundschaftliches Land. Das hat richtig Spaß gemacht. Also das war ganz toll. Und was habe ich noch gemacht? 360 Grad Osttirol. Die habe ich damals aber mit der Anita zusammen gemacht. Es ist ein Projekt einmal in Osttirol herum. Auch wunderschön.
hat halt um einiges mehr Höhenmeter. Und was haben wir noch gemacht? Korsika, aber das ist schon die klassische GR20. Der Klassiker. Genau, wollte ich gerade sagen. Genau. Und jetzt in diesem Jahr, also wenn der Podcast rauskommt, ist es schon 2017, aber wir reden jetzt von 2016. Ich bin jetzt gerade aktuell bei 65.000 Höhenmetern für dieses Jahr. Ich will noch die 70.000 schaffen. Ich rede hier vom Jahr. Du hast 66.000 in anderthalb Wochen gemacht. Und zwar bei 860 Kilometern, 66.000 Höhenmeter. Einmal quer oder längs, je nachdem wie man sieht, über die Pyrenäen. Ja. Was, also wie kommt man darauf, 860 Kilometer quasi eigentlich am Stück durch die Berge zu laufen mit irre vier Höhenmetern? Naja, also die Pyrenäen sind meine große Leidenschaft. Ich finde die wunderlich schön. Ich wollte die schon immer durchqueren, überqueren, wie auch immer. War zwar eigentlich immer mehr auf der spanischen Seite, aber jetzt hat sich das halt so ergeben, dass ein Veranstalter das dieses Jahr oder 2016 das erste Mal als halben Wettkampf, nenne ich es mal, ausgeschrieben hat und dachte mir, okay, das ist jetzt die Gelegenheit. Und wir sind dann vom Mittelmeer zum Atlantik gelaufen. Und war so eine halbe Geschichte zwischen Wettkampf und Nicht-Wettkampf. Ich hätte ihn, glaube ich, lieber ohne Wettkampf gemacht. Okay. Aber es ist ein wahnsinniges Naturerlebnis und eine sehr große Herausforderung. Da gab es ja dann bestimmt auch viele Tiefpunkte, aber auch viele Höhen. Was waren da so, was dir jetzt noch in Erinnerung bleibt, wo du sagst so, scheiße, warum mache ich das eigentlich? Also so viele Tiefpunkte hatte ich zum Glück gar nicht, weil mir ging es echt gut. Was natürlich immer eine Sache ist, ist erstmal Schlafmangel und dann das Wetter. Also wir hatten ein paar Perioden, wo es wirklich richtig kalt war, Regen war, wo ich einmal nachts mich einfach nur noch verflucht habe, weil ich stundenlang im strömenden Regen, wo es schon halb graupelte, ohne Sicht, Nebel, versucht habe, diese eine Hütte irgendwie zu finden und wirklich ganz allein war. Aber es war null Chance, entweder stehen zu bleiben oder irgendjemanden um Hilfe zu bitten oder was auch immer. Also das war, glaube ich, einer der schlimmsten Zeitpunkte der ganzen. Aber davon zehrt man jetzt dann wieder. Also man holt da wieder viel Kraft raus. Ja. Und ist das dann wirklich die ganze Zeit markiert oder läufst du dann mit dem GPS-Gerät? Also von der Veranstaltung her ist es nicht markiert. Was markiert ist, ist es dieser Fernwanderweg GR10 in Frankreich, der schon relativ gut markiert ist, aber nachts siehst du natürlich gar nichts oder bei schlechtem Wetter. Also du kannst Karte mitnehmen, aber ich hatte ein GPS-Gerät dabei und halt noch den Track auf der Uhr und alles Mögliche. Also es ist so eine Kombination aus allem. Und wie lange hast du dann letztendlich gebraucht? Es waren 304 Stunden, was heißt 12,5 Tage ungefähr. Ja. Andere verbringen 10 oder 12 Tage am Ballermann und du läufst halt einfach mal vom Mittelmeer zum Atlantik. Fand ich besser. Und war es dann so, als du wieder jetzt hier zurück warst, wolltest du dann noch laufen oder hast du erstmal eine Woche gesagt, nee, ich lege mich jetzt ins Bett, schlafe, esse? Ja, das Phänomen finde ich ja immer, dass man direkt danach eigentlich unbedingt weiter will. Also das hatte ich jetzt schon ganz oft, weil gerade nach so einer langen Zeit ist man gewohnt, jeden Tag draußen zu sein und man hat so die Jahreszeiten, die Tageszeiten und Klima und keine Ahnung. Also wir waren danach auch noch auf der spanischen Seite der Pyrenäen und waren da nochmal 3 Tage wandern direkt. Und danach hatte ich noch extrem viel Lust, aber man merkt, dass der Körper eigentlich dann jetzt dann auch mal eine Pause braucht. Und danach gab es eine Phase, 2 Wochen später, 3 Wochen später, wo du wirklich nur noch schläfst und isst und keine Ahnung, ja. Oder eher so zusammenbrichst. Schlafkoma. Ja, genau. Aber wie hast du dich darauf vorbereitet? Also, über 800 Kilometer kann man ja jetzt nicht im Training laufen. Beim Marathon, da sagt man, okay, man macht mal so 30, 35 Kilometer und dann die restlichen 5, die schafft man schon noch. Bei 800 kann man ja nicht sagen, okay, ich laufe mal 600 Kilometer und die restlichen 200 schaffe ich dann auch noch. Genau. Ist ja einmal physisch, aber halt auch für den Kopf. Also wie machst du deinem Kopf klar, jetzt bin ich 12 Tage nonstop eigentlich fast auf ja, dem Bein? Okay, die ganze Strecke darfst du dir eh nicht vorstellen. Also das ist dann wirklich Schritt per Schritt von Checkpoint zu Checkpoint. Wir waren viel vorher,
haben Hüttentouren gemacht, mehrere Tage hintereinander und vor allem mit dem Rucksack laufen, an das Gepäck gewöhnen. Also das finde ich eigentlich viel schwieriger am Anfang. Und mit dem Kopf habe ich eigentlich fast meistens keine Probleme. Also da bin ich relativ dickköpfig vielleicht ausgestattet, keine Ahnung. Aber und viel wandern und alles, weil man geht ja dann doch mehr, als man läuft. Von daher ist das so eine Kombination, dass man auf jeden Fall mehrere Tage am Stück mal unterwegs ist im Vorfeld. Also so quasi Hüttentouren? Ja, oder genau. Oder von hier aus halt. Aber einfach auch das ganze Equipment kennt und so weiter. Weiß, wo was ist und ob es wirklich hält dann die ganze Zeit. Okay. Du machst jetzt auch für andere Trainingspläne, das weiß ich. Wir fangen jetzt auch wieder am 1.1. an. Ach ja? Ja, muss ich dir dann noch ein paar Sachen erzählen, damit ich mich dann für Madeira auch entsprechend fit fühle. Das klappt ja bis jetzt immer sehr gut. Wie gehst du denn daran, wenn du jetzt einen neuen Zögling hast? Ich habe dir letztes Jahr auch den Florian Schupp, Episode 1, empfohlen, habe gesagt, geh zur Julia, weil ja, und jetzt fahren wir beide zusammen nach Madeira eine Woche, laufen den gleichen Lauf. Also das wird dann spannend, er ist natürlich ein ganzes Stück schneller. Aber wenn du jetzt so jemanden neuen im Training hast, sagen wir mal Ultradistanz, was machst du dann mit dem oder wie kriegst du raus, was der braucht? Du machst es ja doch individuell und nicht nach Plan X bekommt der. Ja, nee, das ist so erstmal so ein Kennenlernen über E-Mail, Telefon und dann habe ich immer einen relativ umfangreichen Fragebogen, den jeder ausfüllen muss, mit dem ich mich dann beschäftige. Und dann geht es da auf dem basierend eigentlich im Gespräch, möglicherweise, also wenn es am besten telefonisch oder wenn man sich treffen kann, noch besser, hatte ich jetzt gerade wieder jemanden, dass man so ein bisschen was abtastet und da frage ich halt viele erstens biologische Geschichten ab, Körpergeschichten, aber auch die Ziele, wo es hingehen soll, was für eine Vorgeschichte hat, wie er trainieren kann, was er noch für andere Sportarten macht, was wichtiger ist, Familie oder Sport oder was auch immer. Und daraus erstelle ich eigentlich einen Trainingsplan und dann, die meisten haben es so, dass sie jede Woche einen neuen Trainingsplan bekommen, sodass ich immer die Rückmeldung habe. Und das wieder einbeziehen kann. Und wenn es dann gar nicht passt, muss man es wieder ändern. Also es ist eigentlich immer ein stetiger Kommunikationsaustausch, sodass jeder irgendwie glücklich ist. Und was machst du mit Leuten, die ständig Ausreden haben, warum sie denn gerade nicht laufen konnten? Ganz ehrlich, also es ist ja eigentlich eher deren Problem. Also ich meine, ich zwinge keinen zu trainieren oder mit mir zu trainieren. Und für mich ist es dann irgendwie ein bisschen für den herausgeschmissenes Geld, wenn er sich einen Trainingsplan eigentlich leisten möchte, besser werden will und dann doch nicht trainiert. Also es trainiert niemand für mich, sondern für sich selber. Von daher ist, ich bin mit niemandem böse, es ist halt schade für beide Seiten, sage ich mal so. Aber es gibt die interessantesten Ausreden manchmal, ja. Die meisten wahrscheinlich von mir. Ja, geht. Vor allem, wenn es so Richtung Intervalltraining geht. Ja, okay, da hat fast jeder Ausreden. An dem Tag habe ich komischerweise immer Überstunden. Ja, nee, klar. Also. Und was hältst du so von Trainingsplänen, die jetzt so, also jetzt Laufzeitschriften, die sind ja voll mit Trainingsplänen. Also ich persönlich sage mir, ich kann da nicht viel abgewinnen von, weil da steht dann lockerer Tempo da oder lockerer Lauf in einer 5,30er Pace, wo ich sage, das ist Wettkampftempo bei mir. Ja. Was hältst du davon? Ja, also erstens finde ich, gibt es im Trailbereich jetzt noch nicht ganz so viele Pläne, es ist jetzt nicht so, wie man es im Marathonbereich kennt, wo jeder weiß, okay, wenn ich eine 4-Stunden-Marathon laufen will, muss ich das und das machen, weil jeder Lauf, den wir zum Glück machen, anders ist, jedes Gelände ist anders, jede Bedingungen sind anders, wie viele Höhenmeter, welches Gelände und von daher sollte der Plan eher auf diesen Lauf dann auch abgestimmt werden und dann nochmal auf den Athleten mit Geschwindigkeiten tust du im Berg sowieso schwer und im Gelände und dann kommt natürlich noch dazu, was du für eine Pace. Als Grundgerüst und als eine Idee, wie man sein Training ändern kann, haben die bestimmt auch ihre Berechtigung, die ganz normalen Pläne. Was ist dein persönlich liebstes Training? Lange Läufe in den Bergen. Viel Höhenmeter und lang. Genau.
Und was nimmst du dann zu den Trainingseinheiten mit? Also ich für mich habe jetzt beschlossen, so alles unter 1,5 Stunden nehme ich nichts mit. Also weder zu trinken noch irgendwas zu essen. Manchmal sehe ich Walker oder Nordic Walker, die eine ganze Batterie an isotonischen oder Energiesachen haben, wo ich mir denke, das verbrennst du doch gar nicht, was du dazu dir nimmst. Nee, das brauchst du auch nicht. Nö, also Essen oder Trinken, also Trinken habe ich schon immer dabei, Essen meistens nicht, weil es bei mir dann doch meistens länger dauert als geplant. Aber sonst die klassische Notfall-Equipment-Geschichten, aber jetzt, also verhungert ist jetzt noch keiner so schnell. Also ja, aber das ist von der Industrie gemacht, sage ich mal, dass jeder seine 1000 Gels und Riegel dabei hat. Ja. Was hast du denn für 2017 geplant? Also 2016 war ja schon ein richtig gutes Jahr mit den Pyrenäen-Querung. Gibt es da jetzt eine Steigerung noch? Also einmal um die Welt und zurück oder... Ja, das können wir noch nicht leisten, würde ich gerne. Außerdem gibt es nicht überall Berge. Aber ja, als Steigerung, ich möchte den GTA laufen, den Grand Traverse des Alpi. Startet in der Schweiz, geht runter bis nach Monaco. Gott, das sind jetzt dann 1000 Kilometer. Ist aber kein Rennen, sondern es ist wieder so eine eigene Geschichte. Ja, das wäre so das größte Projekt. Cool. Und an welchen Wettkämpfen wird man dich sehen oder bei welchen Wettkämpfen? Ja, da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Ich habe mich jetzt, im Februar laufe ich den La Grande Corsa Bianca. Das ist mein erster Ultra im Schnee und in der Kälte, was eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist. Aber ich glaube, genau deswegen möchte ich das, glaube ich, machen, mal was anderes. In Italien, im Adamello-Gebirge. Danach tue ich mich ein bisschen, ja, wie gesagt, habe ich noch nicht so den... Also Wettkämpfe müssen mich ansprechen, reizen und irgendwie was anderes mal sein und brauche jetzt keine klassische Serie. Von daher habe ich jetzt da noch nicht so wirklich was geplant, außer den Euphoria. Das ist die neues Rennen in Andorra zur Ronda del Cims und zwar wieder als Teamlauf mit GPS nicht markiert. Und das ist eher so die Tendenz, wo es momentan hinzieht. Genau. Okay. Cool. Dann... Weil es ist nämlich auch ein bisschen frisch heute wieder hier, weil wir heute mal draußen sind wieder, nachdem ich die letzten zwei Interviews drinnen gemacht hatte. Kommen jetzt noch meine Lieblingsfragen zum Schluss, die alle bekommen. Kurze Frage, du darfst antworten, wie du möchtest. Okay. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Ja, das liegt wohl auf der Hand, die Berge, wo ich das Meer auch sehr schön finde. Die Berge sind für mich ein Kraftplatz und es ist extrem berauschend und Freiheit pur, wenn man oben auf dem Berg steht, runterschaut. Sie sind immer anders. Ich kann das 20.000ste Mal auf die Kampenwand laufen und es ist irgendwie immer ein neues, anderes Erlebnis. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Das wäre ein perfekter Ort, um Touren zu starten. Ich glaube, ich würde tatsächlich lernen, mit Ziegen und Kühen zu wirklich Käse zu machen. Käse machen. Genau, melken und eine halbe Sennerin werden wahrscheinlich. Genau, und meine Künste des Kaiserschmarrns verbessern. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang, weil das ist Neubeginn, Start in den Tag. Ich bin eher der frühe Mensch, von daher der frühe Vogel fängt den Wurm oder wie es so schön heißt. Es bleibt warm, es bleibt hell. Das ist eher meine Zeit. Wenn du in den Bergen unterwegs bist, welches Gadget, also welches, ja, was darf nie fehlen, was hast du immer mit? Also bei mir ist es zum Beispiel die Kamera. Ich habe immer das Telefon dabei, falls irgendwas passiert. Und außerdem ist das Telefon gleichzeitig die Kamera. Welche so Top 3 habe ich jetzt mal, Blogs oder Ressourcen hast du für mehr Berge? Also was liest du gerne? Oder also es können Bücher sein oder Blogs? Also ich bin ja nicht so der Internetleser, Blog-Mensch. Magazine kaufe ich aber auch nicht. Okay, welche Bücher hast du zu Hause stehen? Es ist immer so eine Mischung aus Fachliteratur, weil ich mich beim Training viel beschäftige, und ganz klassischen Frauenromanen, um mich abzulenken. Okay.
Was empfiehlst du gegen Bergwehr? Also stell dir vor, du wirst jetzt wieder für ein halbes Jahr nach Lüneburg Ja. und du vermisst die Berge. Was würdest du dagegen machen? Da würde ich tatsächlich eher Blogs lesen, glaube ich, und Magazine wieder kaufen, um wenigstens da wieder näher zu kommen oder einen schönen Film mit Bergen anschauen oder Fotos, ja, oder einen Kurztrip buchen. Okay. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören? Oh. Es muss irgendwas mit Bergen zu tun haben. Mal jemand ganz anders. Ich habe jetzt gerade noch nicht mal einen Namen, aber jemanden aus dem anderen Sportbereich, ein Kletterer oder Bergsteiger, finde ich jetzt interessanter. Vielleicht auch einfach Leute, die man jetzt nicht ganz so aus der Öffentlichkeit kennt, sondern es gibt so viele coole Menschen, die keinen großen Hehl draus machen, was sie machen, und machen saugeile Projekte. Ja. Das ist jetzt deine Aufgabe. Da gucke ich mal. Das ist das Schöne, dass, weil diese Antwort kommt des Öfteren, also vielleicht nicht immer vor dem Mikro, aber auch dahinter. Und das ist ja eigentlich genau das, weil die, die eh in der Öffentlichkeit stehen, von denen liest man ja die ganze Zeit. Sei es jetzt von Red Bull gesponsert oder was auch immer. Ja, Aber okay, die, die das. dahinter sind, also im Schatten quasi, das sind eigentlich die cooleren Sachen. Also. Ja, vor allem ja eben nicht das für die Kamera machen, sondern für sich machen, und ja. Die haben manchmal coole Geschichten. Genau. Wunderbar. Wenn jetzt jemand sagt, okay, Julia soll meine Trainerin werden, ich will mehr über Julia lesen, wie können die Leute dich erreichen oder wo sehen sie was von dir? Am besten über die Homepage www.trailschnittchen.de. Das war jetzt die Werbung. Da steht alles drin. Da stehen Lauftermine, Camps, Trainingspläne, meine E-Mail, alles Mögliche. Ich meine, bei Facebook findet man mich auch, aber mir ist es immer lieber über die Homepage. Wunderbar. Dann vielen Dank, Julia. Danke, Wir Robert. beginnen am 1. Januar dann wieder richtig und jetzt auf dem Rückweg zum Auto werde ich noch ein paar Sachen erzählen, dass du Bescheid Wunderbar. weißt, was dich erwartet. Und ja, vielen Dank und ciao. Danke, ciao.